Hallo und recht herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Rocket League. Ich weiß nie, ob ich Rocket League oder Rocket League sagen soll. Hat mir leider noch keiner in den Kommentaren geschrieben. Das wäre wirklich sehr toll. Also ich glaube, beides ist irgendwie richtig und falsch. Also könnt ihr mir gerne sagen, was davon richtig ist. Und ich dachte, bevor ich reingehe, ich habe ja zwei Drops in der letzten Folge gehabt und ich öffne die immer im Hintergrund, aber dachte, warum nehme ich euch nicht mit? Vielleicht bringt ihr ja Glück. Aber weiß ich ja nicht. Und... Ah, was Lilanes? Die Spur. Jetzt habe ich gerade geguckt, was ich bekommen habe. Ah, die Spur sieht nicht uncool aus. Ich habe immer die Totenköpfe, aber ganz ehrlich, ich mag die Spur. Ich leg die an. Und direkt mal den nächsten Drop. Ich hoffe wieder was. Drop. Hä? Mögliche Inhalte? Ach so, ich hätte einmal zurückgehen müssen. Ah, jetzt ungewöhnlicher Drop. Da wird dann wahrscheinlich nichts Geiles hin sein. Aber wer weiß, wer weiß. Wir gucken. Also. Ich lasse das jetzt einfach mal so im Raum stehen. Unkommentiert. Es ist wirklich hässlich. Diese Felgen. Diese Räder. Ich sag mal, die Profile sind ja noch halbwegs in Ordnung. Also halbwegs, vielleicht auch nur ein Viertel. Aber die Felge ist ja mal der größte Rotz überhaupt. Egal, ich lasse es mal so im Raum stehen. Und ich würde sagen, da wir in der letzten Folge... Wir spielen jetzt mal ein bisschen gemütlich weiter. In der letzten Folge haben wir ja schneefrei gemacht. Wir sind bei allen Rängen noch so ein bisschen... ne? Aber ich sehe gerade Saisonlevel, das geht anscheinend weiter. Also egal welchen Modus ich spiele, da unten, das geht weiter. Aber wir sind bei den Schneefrei, haben wir immer sofort gewonnen. Ich glaube, wir haben eine Runde gemacht, aber die Gegner sind direkt abgehauen. Deswegen greifen wir mal direkt neu an. Lehnt euch zurück, genießt die Show. Ich werde mich blamieren. Vielleicht auch nicht. Ich mache ja viele Tore, so ist das ja nicht. Aber diese Flugtore, die sind noch, die lassen noch auf sich warten. Aber ich treffe schon mal ein bisschen besser. Also ist nicht mehr so, dass ich komplett Probleme habe mit der Zielgenauigkeit. Ist noch nicht perfekt, keine Frage. Aber ich muss mich erst nach und nach rantasten. Deswegen, es wird zu jedem Spiel besser. Also ich bin positiv, optimistisch. Das wird schon klappen. Er ist am Start. Sieht aber auch geil aus, ne? Ich mag mein Auto und ich kann meinen Geist wirklich, ich kann ihn nicht hergeben. Mein Gott, wann joinen eigentlich die Gegner? Ja. Das sind dann wieder so Momente, aber... Oh mein Gott, der hat 188er Ping. Ist ja komplett am Ende. Okay, ihr werdet jetzt direkt in den nächsten Match gejoint. So, diesmal sind anscheinend alle da. Perfekt. Ich musste, ehrlicherweise, ihr habt das natürlich jetzt nicht gemerkt, ich musste schon ein bisschen warten. Da ist schon wieder einer direkt weggejoint, aber ganz ehrlich, ist mir wirklich egal. Wir sind jetzt brutal, wir nutzen das aus. Oh, oh mein Gott. Wo ist der denn hingeflogen und warum ist der so geflogen? Ich denke, ich hatte jetzt so keinen Boost auch. Aber ich bringe den jetzt rein. Ah, der Gegner hat ihn ein bisschen blöde weggedrückt. Oh, ich habe den... Oh, Gott sei Dank. Der war schon ein bisschen gefährlich. Mein Gott. Ihr seid so lost. Ah, okay. Der titscht aber auch. Das ist dein Ernst. Ich weiß gerade nicht, wer mich weggeschubst hat. Aber ich glaube, mein eigener Kollege. Und was ist seine Mission? Ja, super. Ich wusste, war jetzt gerade, bin ich ehrlich, mit dieser Situation ein bisschen überfordert, weil der war genau auf der Linie. Und ich war gerade da und dachte, scheiße. Und dann titscht er mich da rein. Also er hat ein ekelhaftes Tor eigentlich gerade gemacht.
die sind nur zu zweit und haben das Tor. Was ist denn eure Mission? Aber ist das euer Ernst? Sorry, aber... Das habe ich jetzt wirklich nicht verstanden, was deren Mission war. Ist der eine AFK oder was ist sein... Der eine ist weg. Der eine ist AFK. Der ist AFK. Ja, toll. Und da ich die Aufnahme habe und euch nicht im... Ja. Ach komm. Der Torjubel war geil. Muss ich zugeben. Den gucke ich mir auch gerne nochmal an. Es gibt schon viele crazy Torjubel. Kann man seine Teammates eigentlich auch zerstören? Wenigstens ein Ehrentreffer. Hab ich gut. Wenigstens habe ich den relativ gut hinbekommen. Ich dachte, er prallt ein bisschen anders ab. Also ich war ein bisschen unerwartet, dass er so glatt zum Tor kommt. Ich will dieses Spiel unbedingt noch drehen. Ja, ja. Ach, schade. Ich habe gehofft, dass die jetzt Scheiße bauen. Schade, schade, schade. Ich provoziere. Wenn mein Teammate mal wenigstens da wäre. Nein. Ach, verdammt. Wenn die gleich dancen, ne? Werde ich sauer. Ich ziehe bis zum Ende durch. Und ganz ehrlich, ich werde die noch versuchen, richtig abzufacken. Ach, schade. Schade, schade, schade. Warum habe ich denn wieder... So... Stimmt, die Totenköpfe sind ja beim Nitro. Das war gar nicht der Nitro, das war die Spur. Ich bin so lost. Jetzt hat er den... das Nitro bekommen. Schade. Ich will noch ein Tor wenigstens machen. Einfach nur, um den zu zeigen. Ach, das ist nicht nett. Ja, das ist wirklich, kann ich stolz sein. Also ich komme noch mal ran. Ich werde das Spiel wahrscheinlich nicht mehr drehen, aber hör mal, ich halte die ganz schön auf Trab alleine. Schade. Die sind zu zweit. Die haben mit mir Probleme. Nein. Jetzt muss ich den so spielen. Schade. Ja! Hat er das gerade extra gemacht oder war der komplett lost? Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Ich denke, er wollte den außen rum spielen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der extra jetzt so lost war. War der ein bisschen schneller gerade am Ball? Verdammt. Nicht cool. Gut, dass ihr doof seid.
Ah, Glanzparade und trotzdem Tor. Das ist ärgerlich. Ich bin jetzt ehrlich zu euch, ich hatte ein bisschen Hoffnung. Aber leider sollte das auch schnell erlischen. Aber ich habe gut gehalten. Hat leider nichts gebracht, aber Entschuldigung, das ist geil. Kommt bestimmt schon als Thumbnail bei mir dann wieder. Ist mal was anderes. Ja, jetzt kassiere ich aber. Ja, ich bin jetzt zu offensiv. Ja. Also wenn ihr gleich danzt, ne? Also habt auf jeden Fall Respekt. Ich bleib im Spiel und kam nochmal heiß ran und spiel alleine. Na, aber das, ich habe auch kein Glück gerade mit den Abprallern. Komm, einen Ehrentreffer will ich nochmal machen. Den habe ich gut nach oben geballert. Nitro habe ich gerade kein Glück. Der geht rein. Der geht nicht rein. Ah. Okay, sehr, sehr schade. Ey, wehe, dance jetzt. Du bist so ehrenlos. Du auch. Ehrenlos. Ja. Okay. Aber trotzdem, ey, dafür, dass ich alleine war, 694 Punkte, ich habe mehr als der eine, der noch drin geblieben ist. Wir gehen jetzt aber zum Hauptmenü und ich nehme euch mal in ein neues Spiel mit. So, ich habe euch mal mitgenommen zum Boomerball. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Modus ist. Und es ist direkt ein 3 gegen 3. Leute, was musst du mal machen? Die ganze Zeit nie. Warte mal. Ist Nitro die ganze Zeit auf volle Kanne? Ah, okay. Das ist also. Oh, hier kann man ja mega fliegen lernen. Oh, das ist ja cool. Okay, darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Schade. Oh mein Gott, geht da rein. Oh, das wäre zu schön gewesen. Aber hier kann man ja fliegen üben. Aber es ist auch wirklich schon heftig, wenn die ganze Zeit 100% Fahrt haben. Oh, verdammt. Geht da rein. Oh mein Gott. Irgendwie nach vorne bringen. Ich komm. Muss erstmal auf diese 100% Nitro klarkommen. Bis ich die ganze Zeit das habe. Da kann man aber auch verwöhnt werden. Dann wird ja ein neues, normales Spiel ja richtig. Kann das auch sein, dass der Ball viel aggressiver fliegt? Also ich will es jetzt nicht beschwören, aber. Ah. Ich habe ihn nicht getroffen. Ich wollte ihn so schön mit dem Heck anvisieren. Okay, aber ich merke mir den Modus. Ist leider befristet, aber ich merke mir das mal. Da drinne. Merke ich mir auf jeden Fall, weil hier kann man jetzt die ganze Zeit mit Nitro und dann versuchen zu üben mit Fliegen. Ist nicht verkehrt. Dein Ernst? Ja, ja, das war komplett lost. Das ist nicht gut. Der macht ihn selber rein. Noch an den kommt. An die Querlatte. Okay, man sieht bei allen hier gerade, ihr könnt alle nicht wirklich fliegen. Nein, warum ditchst du mich weg? Also wenn die Teamkollegen das meinen, ist wirklich hart.
Ich hätte ihn gehabt. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn ihr fliegt, wie macht ihr das, dass ihr den so gleiten könnt? Ich habe jetzt ein bisschen rumgealbert. Ja, ich wollte wirklich den Ball spielen. Sehr bitter. Also der Modus ist cool, wenn man fliegen lernen möchte und wenn man einfach keinen Bock hat, die ganze Zeit Nitro zu farmen. Definitiv, nicht verkehrt. Aber ich merke mein Problem. Ich bin in so Lobbys. Okay, aber das müsst ihr mir wirklich verraten. Also ich kann fliegen, aber wie macht ihr das, dass ihr den Ball... Der Ball titscht viel mehr, kann das sein? Also ich denke ja. Also der... Der muss jetzt irgendwie reingehen. Oder auch nicht. So, komm, den Sieg müssen wir holen. Ah, ich glaube, ich hätte ihn besser ins Tor bringen können. Er macht ihn fast selber rein. Der geht gefährlich. Der ist drinne. Oh, das war einfach schön mit meinem Hack. Richtig easy. Einfach laienhaft. Schön mit dem Hack. Rein da. Kein langer Prozess. Das wäre schon cool, wenn ich jetzt den... Nee, keine Ahnung. Also, wie macht ihr das? Ich will den Siegtreffer gemacht haben. Hört auf. Nein. Er hat den nicht reingemacht. Aus. Sehr schön. Ah ja, wir können ja ernsten. Auch wieder ein bisschen was gemacht. Sehr schön. Und dann gehen wir mal wieder ins Hauptmenü. Oh nein, wie geil. Meine Lieblingsarena. Oh, ich habe die Arena so vermisst. Die habe ich so gern gespielt. Ich dachte, zum grünen Abschluss mache ich jetzt normales Fußball. Verdammt. Also ich bin hier Silber. Nein! Ich dachte. Oh, ich habe gedacht, den mache ich jetzt safe rein, aber der Spieler hat mitgedacht. Nein, ich dachte, ich krieg ihn. Okay, sehr schön. Wie bin ich jetzt schon wieder unter dem Ball gelandet, dass ich den nicht vorwärts bringen konnte? Der kommt gefährlich. Das war jetzt nicht gut. Kollege? Nein, der war zu hart. Okay, bisschen krampfig. Jetzt darf ich mich nicht so anpassen. Also ich bin besser eigentlich als dieser Rang. Glaube ich. Gold 1 würde ich mich aktuell vielleicht einstufen. Aber das war's dann auch. Also Gold 3, wo ich da bei 3 vs 3 bin.
Mann. Ich wollte den so schön an ihm vorbei zirkeln. Er hat ihn. Bring ihn irgendwie rein. Ja, ich konnte ihn leider nicht sofort reinmachen. Schade. Na, ich bin ein bisschen verkackt. Und den hast du. Sehr schön. Erstmal ein bisschen aus der Gefahrenzone rausbringen. Und über ihn, der ist drinne. Ja. Und ich habe die Vorlage gemacht. Den habe ich schön über den Gegner gehoben. Ah, der Gegner hat auch ein bisschen geschlafen, muss ich sagen. Und auch das Abwehrverhalten von dem anderen Kollegen. Es war eigentlich kein sicheres Tor, muss man mal ehrlich sagen. Ist egal, ich nehme es mit. Nein. Ja, drinne. Und joint jetzt, also joint einer, ganz sicher nicht. Verlässt jetzt jemand das Spiel? A7A. Keine Ahnung, was das jetzt bedeutet. Ghostbusters-Banner. Das sieht cool aus. Was für ein Torjubel. Ich möchte auch unbedingt einen neuen Torjubel haben. Also die Abpraller gefallen mir jetzt hier gerade auch gar nicht. Zu stark ist der Ball gekommen. Ich bin ganz ehrlich, zerstören wollte ich ihn nicht. Ich musste ihn sowas von safen. Jetzt bring ihn irgendwie rein. Ah. Mann. Schade. Ich habe gehofft, dass mein Kollege da irgendwie rankommt. Er war auch nicht verkehrt gedacht von ihm jetzt. Aber ich war jetzt nicht... Oh, ich hätte fast ein Eigentor gemacht, wenn er besser dran gekommen wäre. Komm, den hast du. Schön. Ich habe kein Nitro. Ja, du bringst... Ja, sorry, Kollege. Ich habe jetzt selber nicht damit gerechnet, dass er ihn so komisch spielt. Na. Ich wollte den eher in Richtung Tor bringen, aber irgendwie habe ich da ein bisschen gefettfingert. Und er ist drin. Das war, ich denke mal, auch der Siegtreffer. Die haben sich aber lang gehalten, muss man schon sagen. War jetzt nicht so schlecht. Aber haben aufgegeben. Hast du gut gemacht, Kollege. Und 83. Yeah, sehr schön. Limitierte Raketenspur. Hm. Jetzt ist die Frage. Ich gehe einmal zurück. So, und bevor ich es verlasse, gucken wir doch mal zusammen. Genau, wir können nämlich ein paar Sachen abholen. Hier leider nichts. In der Season können wir eine Sache abholen. Okay. Leider nur eine, aber
einen kompletten Rangaufstieg. Und ganz ehrlich, das nehmen wir mal direkt mit. Was haben wir denn? Aufkleber. Aufkleber sind immer so ein bisschen doof. Ansonsten... Ja, wir haben schon viele, die wir auch wieder fast abholen können. Also so viel ist das ja nicht mehr. Aber ich frag mich, sonst haben wir leider gar nichts mehr, ne? Sehr, sehr schade. Egal, Boomerball spielen. Egal, ich würde dann jetzt sagen, ich verabschiede mich für die Folge. Hat mich auf jeden Fall gefreut, dass du eingeschaltet hast. Und ihr schreibt mir ja gerne in den YouTube-Kommentaren mit Adden und alles. Ich habe damit auch gar kein Problem, kann ich auch demnächst machen. Aber kommt auch ruhig auf den Discord-Kanal. Dort ist eine Ansammlung. Ich möchte gerne mit euch auch ein Turnier abwickeln. Deswegen, ich finde das schön, dass ihr schreibt, gerne mit mir spielen wollt. Ich habe damit, wie gesagt, kein Problem. Werde ich auch demnächst mal in Angriff nehmen. Aber joint ruhig in den Discord-Kanal. Der Link ist in der Videobeschreibung, weil dann kann ich mit euch auch nicht nur ein Spiel spielen, sondern ein komplettes Turnier abwickeln, sodass ihr mehrere Folgen zu sehen seid. Also nur zu, kommt vorbei, schaut es euch an. Und vergisst nicht, wenn ihr es noch nicht getan habt, den Kanal zu abonnieren und ein Like dazulassen. Das hilft mir, um an Reichweite zu gewinnen. Und ich versuche ja, jedes Match besser zu werden. Wobei ich eine Sache schon festgestellt habe und eine Frage eher an euch. Ich habe ja diesen Wagen hier. Und immer wenn ich Leute fliegen sehe, wie die das machen, die haben immer diese bestimmte Autoart. Kann man nicht dieses Fliegen, wie ich das oft sehe, nicht mit jedem Auto machen? Also das könnt ihr mir mal gerne in den Kommentaren beantworten. Weil ich frage mich manchmal, wie die das machen, in der Luft dann diese Bewegung, den Ball so zu dribbeln. Also ihr könnt mir gerne mal Tipps geben. Ich bin offen für Tipps, Ratschläge, Vorschläge. Ich möchte das wirklich mal lernen, angreifen. Weil einfach, ich will es können. Das sieht cool aus und wenn man damit Videos machen kann, wäre natürlich mega stark. Und deswegen, schreibt, was das Zeug hält. Ich wünsche euch alles Gute. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Looking to the sky and follow the light. My fate and my own.